Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video bei Dänemark. So, herzlich willkommen zurück bei diesem neuen Video. Es gibt schon wieder ein Meinungsvideo. Ja, zwei Meinungsvideos an einem Tag und das auch noch zu einem ähnlichen Thema. Denn ich habe ja vorhin mein Video gemacht von, ja, dass halt Toko Nickelodeon kaufen möchte und meine Meinung dazu. Und jetzt nehmen wir mal ein ähnliches Thema. Es geht jetzt zwar nicht wirklich um, egal, denn ich muss mal zu etwas meine Meinung sagen. Und es geht hierbei um den Sender ProSieben. Kennen vielleicht bestimmt einige, viele von euch. Hatte immer wieder, zum Beispiel bringt ja immer wieder auch viele amerikanische Sitcoms und so weiter. Und genau hier müssen wir mal ansprechen. Denn das ist mir zufälligerweise auch wieder in meinen Handy-Nachrichten, also in den Google News, wieder mal aufgefallen, dass da was drin stand, wo ich mir dachte, ernsthaft. Und zwar, es ist ja normal, dass man Sendungen, also Serien aus dem Programm nimmt und dann auch irgendwann mal wieder reinmacht. Das ist ganz normal. In diesem Fall geht es um die Serie Two and a Half Men. Die kennen bestimmt viele von euch. Und es ist eine gute Show, ganz ehrlich. Es ist eine gute Show. Ich habe nichts gegen diese Show oder so. Es ist eine gute, wie gesagt. Es ist viel klasse. Also es ist schon einer der Klassiker bestimmt, oder? Keine Ahnung. Also es ist, ja, heutzutage bestimmt. So, das ist auch nicht das Problem an sich. Nur das Problem ist, dass ProSieben nimmt die Show wieder rein. Ist ja normal. Und ja, aber die läuft doch dann eh wieder in Dauerschleife. Weißt, anstatt dass sie wieder irgendwas nehmen, das auch schon jetzt eigentlich seit Jahren vorbei ist. Ich weiß nicht, in welchem Jahr die letzte Folge war. Aber das ist bestimmt schon gut über 10 Jahre her. Anstatt dass man ständig die alten Sendungen zeigt und das in Dauerschleife, sowas, so eine Mischung aus Two and a Half Men, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory oder wie, mein Englisch ist ja nicht so gut bei der Aussprache, oder sonst irgendwas reinnimmt. Ihr müsst mal mehr komplett neue Sachen bringen. Generell im Programm. Weil das holt dann auch keine Zuschauer dran. Okay, vielleicht wirklich irgendwelche Alteingesessenen, die damit eh kein Problem haben, dass wenn sie dann die ganze Zeit immer nur dasselbe schauen. Aber ganz ehrlich, es ist an der Zeit, auch mal neue Dinge reinzulassen. Ihr müsst, ich weiß, es klingt vielleicht hart, aber investiert doch mal mehr in Lizenzen und so. Holt euch mal was viel mehr Neues. Viel mehr. Damit das wäre doch viel besser, ganz ehrlich. Anstatt immer nur dann immer dasselbe zu bringen und dann, weil irgendwann bockt es auch nicht mehr, wenn man immer dasselbe. Ja. Weil es geht jetzt hier um dieses Punkt. Weil zum Beispiel eben Two and a Half Men lief das letzte Mal im Dezember letzten Jahres. Und davor lief das ja immer in Dauerschleife. Jahrelang. Und das wird dann jetzt genau wieder so gehen. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Und anstatt dass man hier wirklich mal was Neues macht, nein, man macht immer dann dasselbe. Immer dasselbe. Und irgendwann, das kotzt auch vielen Leuten dann irgendwann einfach an, weil es ist ja immer dasselbe. Und wenn sie was Neues wollen, wo gehen sie dann hin? Richtig auf die Streaming-Dienste. Langsam habe ich irgendwie echt das Gefühl, dass die Fernsehsender sich ja nicht mal mehr wirklich Mühe geben. Was ist es? Habt ihr irgendwie einen geheimen Pakt mit den Streaming-Dienstleitern oder was? Ja, und kamen die irgendwie zu euch und haben gesagt, ey, Fernsehsender, also, wir wollen, dass unser Streaming-Geschäft richtig Boom tut. Könntet ihr vielleicht deshalb eure Sender schlecht machen? Ich meine, wir geben euch dafür auch
Milliarden Euro gefühlt oder so. Kann ich mir bestimmt so vorstellen. Dass da bestimmt im Hintergrund vielleicht irgendwas ist. Klar, ich weiß, das klingt ein bisschen. Aber ich weiß nicht, es klingt seltsam. Oder was soll das? Hocken da irgendwie da oben in diesen Sendeleitungen irgendwie irgendwelche Politiker, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie da machen oder so? Weil, Leute, euer Geschäft ist gerade am Aussterben. Das seht ihr vielleicht noch gar nicht, weil es immer noch Leute Fernsehen gucken. Aber was denkt ihr? Es werden immer weniger mit der Zeit. Ja? Ich kenne, das ist schon mal wichtig, ich kenne niemanden, der noch Fernsehen. Warum? Weil alle sagen, es ist scheiße. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Muss ich ja knallen. Die sagen, es ist scheiße. Und da müsst ihr was handeln. Ihr müsst euer Programm verbessern. Das ist auch übrigens mal an alle gemeint. Klar, in diesem Ding ist es um ProSieben, aber da können sie auch definitiv ein paar andere Sender auch eine Scheibe davon abschneiden. Weil das Fernsehen muss sich bessern, wenn es überleben möchte. Ansonsten wird das Streaming gewinnen. Das heißt natürlich nicht, dass das Fernsehen irgendwann abgeschafft wird. Nee, es ist dann nur irgendwann sowas Unattraktives, dass es dann bestimmt auch nur mit irgendwelchen Hilfsgeldern oder sonst irgendwas gehalten werden kann. Ja. Und da wird halt irgendwann von noch größeren Medienkonzernen aufgekauft. Kann ich mir alles vorstellen. Weil das Fernsehen ist unattraktiv. Ich kenne niemanden, der noch fernsieht und ich tue es mittlerweile auch nicht mehr. Weil es bockt halt nicht. Vielleicht ab und zu mal ein bisschen, aber auf Dauer. Nein, was immer dasselbe ist. Und das ist traurig. Und anstatt dass sie diese Probleme mal angehen und vielleicht auch was Neues senden, abgesehen zum Beispiel jetzt von der hier vom abendlichen Programm von ProSieben, einmal in der Woche, wo dann mal eine neue Serie oder so kommt. Nein, ihr müsst euer ganzes Programm mal ändern. Ihr müsst euer komplettes Programm mal von Grund auf ändern und nicht immer wieder dieselben Sachen reinholen. Das ist es vor allem. Holt nicht immer dieselben Sachen rein. Ja, Two and a Half Men, How I Met Your Mother und The Big Bang Theory sind gute Serien. Natürlich. Aber vor allem, sie sind halt auch schon alt. Sorry, aber es ist einfach so. Es sind gute Serien, natürlich. Ich sag ich ja nicht. Aber sie sind auch jetzt schon seit Jahren vergangen. Normalerweise werden dann die Sendeplätze nach einer Zeit mit für neue Serien dann ergänzt. Dass neue Serien reinkommen. Das macht man normalerweise eigentlich so. Und man nimmt da nicht immer dasselbe und sendet das tot. Das macht man nicht. Weil irgendwann kommt dann auch keiner mehr. Ja. So, ich meine, klar, jetzt kann man sagen, das ist aber gute Serie, kann man gucken. Jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr an den Fernseher geht und dann so guckt und dann so sieht, ah, ja, jetzt kommt wieder Two and a Half Men im Fernsehen. Ja, direkt mal anschauen. Denkt ihr so? Nein, natürlich nicht. Ihr denkt so, okay, ja, so hier, dann wieder das tausendste Mal Two and a Half Men, ja, weil das bockt dann irgendwann nicht mehr. Ja. Ich glaube, ich mache noch ein drittes Video. Einfach für dieses Thema. Ich bin gerade am raushauen. Also auf jeden Fall, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe an die Fernsehsender. Ich glaube nicht, dass sie das lesen oder ich mal anschauen, weil ich bin ja da, ich habe keine große Reichweite. Schade. Aber auf jeden Fall sollte das doch irgendeiner anschauen. Nimmt das vielleicht mal wirklich an. Weil es muss sich was ändern im Fernsehen, wenn es überleben möchte. Weil es bockt doch irgendwann nicht mehr, wenn immer dasselbe kommt. Und dann immer Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. So, aber auf jeden Fall, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Und auch gerne ein Abo. Und vor allem ein Kommentar. Denn das pusht meinen Kanal. Und sorgt dafür, dass ich auch eine größere Reichweite habe. Und dass solche Videos auch mal vielleicht mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und generell meine Videos. Also dann, bis zum nächsten Mal.